Howdy Leute und herzlich willkommen zurück beim F1 2012 mit dem großen Preis von Europa hier aus Valencia. Und es wird ein spannendes Rennen. Na, guck, wir haben Gleichstand. 2 von 5 jeder. Ich starte von der 17. Position, nachdem ich im Qualifying ja nicht mehr rausgefahren bin. Aus diversen Gründen. Unter anderem, dass ich jetzt die Reifen wählen kann. Und ich starte auf der härteren Mischung. So viel steht schon mal fest. Es sind 14 Runden. Mit 5,4 Kilometer. Daniel Ricciardo nur 23. Was ist mit dem los? Der sackt da total. Schumi auch nur 21. Oh, ich starte vor Massa. Vettel auf der Pole, Alonso 2, Button 3, Weber auf der 4, Hamilton auf der 5, Perez auf der 6, Rosberg auf der 7, Pedro Della Rosa, Pedro Della Rosa, Paul Di Resta auf der 8, Nico Hülkenberg auf der 9 und Bruno Senna auf der 10. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Rennen. Natürlich, wie immer, wie es gewohnt seid, live und in Farbe. So, dann geht es jetzt in die Startaufstellung. Drückt mir die Daumen, dass nicht gleich irgendwie haufenweise Teile durch die Gegend fliegen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo mein Boxenstopp ist. In Runde 8. Wir hätten eigentlich einen besseren Startplatz erwartet. Mach nach Möglichkeit gleich in der ersten Runde Plätze gut. Halt doch die Klappe. Ich hatte Kehren auf der 16. Mit einem HRT gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. So, die harten Reifen natürlich um Welten unterlegen, ist klar, aber sie halten natürlich auch länger. Wow, ein Marussia auf der 12, was ist denn da kaputt? Verkehrte Welt! Hier in Valencia. Ey! Kommt einfach mal ein Williams so vorne reingestochen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ja gut, Maldonado ist ein bisschen dafür bekannt, dass er wie ein Henker fährt. So ein bisschen zumindest. So, wir sind nach ein paar Kurven schon auf Platz 9. Da fühle ich mich wohl, dann nehme ich schon mal Zähler mit. Das Team sagt mindestens 12. Hab mich verbremst. Das ist so eine fiese Kurve, die übersieht man so leicht. So, dann setze ich gleich mal zur Aufholjagd an. Dass ich da den Anschluss nicht so verliere. Besonders wenn dann nicht Boxenstopps sind, dass ich da vielleicht irgendwie wieder um den Dreh rauskomme. Oder das dann so halten kann, besser gesagt. Da rückt mir Hülkenberg ein bisschen auf die Pelle. So, in der nächsten Runde ist hier DAS aktiviert, so rum. Der ganze zweite Sektor, eine riesige DAS-Zone. Das wird für mich natürlich ziemlich kritisch mit Hülkenberg im Nacken. Allerdings schließe ich jetzt ein bisschen auf Maldonado auf. Was das Ganze vielleicht ein bisschen entschärfen
könnte, sollte, werden, müsste. So, immer ganz knapp an der Wand vorbei. Immer so ein Pokerspiel, erwische ich den Lenkpunkt, erwische ich ihn nicht. Zu 90% erwische ich ihn, ab und zu geht's dann doch mal ein bisschen in die Wand. Die Rennleitung hat DRS aktiviert. So, DRS jetzt offiziell aktiviert. Ah, das war schlecht. Da ist er dran, der Hülki. Oh, das war extrem schlecht. Ja, Valencia ist schon eine ziemlich fordernde Strecke, das kann ich euch sagen. Hülkenberg mit DRS. Hülkenberg, da geht das nicht. Beziehungsweise ich mach's dir dann nicht so einfach. So, ich sehe den William schon wieder ein Stückchen näher kommen. Hülkenberg konnte ich ein bisschen abschütteln, Gott sei Dank. Diese Kurve macht mich immer nervös. Ich habe ein bisschen Luft. Benzin habe ich noch plus 4. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Ich hoffe, dass das mit den Reifen jetzt wirklich so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, dass ich dann eventuell sogar einen Vorteil habe oder haben könnte. Ja, dieses Kurvengeschlänge hier am Anfang, das macht mich fertig. Da verliere ich so viel Zeit. So, muss ich mich wieder verteidigen hier in der DRS-Zone. Kommt er nämlich schon wieder. Aber es geht sich hoffentlich nicht aus für ihn. Nein, tut es auch nicht. Ja, ich stelle jetzt wieder zurück auf Standarddrehzahl. Ich hebe mir diese plus 3 noch auf nach dem Boxenstopp. Ich habe schon 3,8 Sekunden Rückstand auf Maldonado. Oh, das war knapp. Da hat sich sogar der Frontspoiler bewegt. Da würde ich mal sagen, habe ich die letzte Kurve schon fast perfekt erwischt. Auch vom Speed her. Es fühlte sich zumindest ziemlich gut an. Ich glaube, ich mache es mir größtenteils im ersten Sektor kaputt. Kommt mir zumindest so vor. Du musst deinen Vorsprung vergrößern. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand. Ja, wie soll ich denn das machen, bitte? Oh, jetzt ist er nah dran. Ja, es reicht ihm nicht ganz. Oh.
kann mich da immer ein Stückchen halten, immer so genau die richtige Entfernung, dass es eben nicht reicht. Das war schlecht. Das ist genau das, was ich angesprochen habe vorhin. Ab und zu geht's nicht. Ja, ist der Vorsprung wieder dahin. Aber ich habe 5 Sekunden Rückstand. Das kann gut sein, dass der Hülke mit voller Dreckzahl fährt. Das kann gut sein. Puh. Oh, das war extrem schlecht. So, noch 2 Runden bis zum Boxenstopp. Ah, jetzt habe ich den Bremspunkt verpennt. Gott, ich dachte schon, ich werde drüber schießen. Dann nehme ich schon wieder hier an. Grrr. So, die ersten Fahrer biegen in die Box ein. Um sich die härteren Reifen zu holen. Alle bis auf 2, so wie es aussieht. Da spielt man natürlich jetzt auf Platz 3 vor. Hülkenberg immer noch hinter mir. Er ist nicht in die Box gefahren. Weber auf der 2, dann wird Vettel wahrscheinlich auf der 1 sein. Ein gewohntes Bild eigentlich. So, jetzt sind wir wieder am DRS-Fenster. Ja, aber es dürfte eben nicht ausgehen. Nächste Runde in meinem Boxenstopp. Ich hoffe, es hilft was. So, jetzt geht auch Hülkenberg an die Box. Und Weber und Vettel sind auch an der Box. Das bedeutet, ich darf jetzt eine Führungsrunde absolvieren. Muss ich nochmal so viel rausholen wie geht, aber da kann ich sowieso nicht fahren bleiben. Ihr seht, das sind ein paar Punkte direkt hinter mir. Wir müssen das Tempo hochhalten. Unser Vorsprung beträgt 4 Sekunden. Ja, mehr als 4 Sekunden kann ich dir nicht geben. Mehr geht nicht.
Da habe ich viel zu viel gebremst. Das war jetzt nicht so optimal. Okay, gleich heißt es Boxenstopp. Bin ich mal gespannt. Vergiss den Boxenstopp nicht. Ach, wir können nicht den Boxenstopp vergessen. Du erinnerst mich ja eh permanent dran. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Dann soll er Benzin sparen, das ist mir egal. Ich muss eh in die Box. Passt ein bisschen drüber. Es kommt kein anderer kommt in die Box, ich bin der Einzige, der diese Taktik verfolgt. Los jetzt. Siebter im Moment. Oh, da kommt der. Die Rester und noch jemand. Ein bisschen Platz musst du mir schon lassen, hä? Maldonado wieder, das war so klar. So, gleich mal auf Fett, dafür habe ich es mir schließlich aufgehoben. Der Hintermann ist auf den härteren Reifen unterwegs. Er sollte langsamer sein als du. Du musst versuchen, eine Lücke herauszufahren. Es sind alle auf den härteren unterwegs. Nicht nur der Hintermann. Aber ich habe noch kalte Reifen. Ich merk's. So, jetzt heißt es nur dranbleiben. Das sollte ja normalerweise möglich sein, jetzt mit den schnelleren Reifen. Oh, da kam die Wand ein bisschen nah. Du machst das klasse. Pushen. Ja, ich push eh schon. So. Wir können uns nicht leisten, zu viel Zeit hinter dem Vordermann zu verlieren. Du bist schneller in Sektor 2. Sektor 2. Stress mich nicht. Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter. Ja, ich habe noch 5 Runden irgendwie einen Platz gut zu machen. Jetzt, nachdem ich die Temperatur in den Reifen habe, sollte es besser gehen. Ah, schon wieder vertan. Das war ein gutes Manöver, da müsst ihr mir zustimmen. So, ich habe DAS, Maldonado auch. Paul de Resta wäre der Nächste. Wenn Maldonado meinen würde, er könnte mich zurücküberholen. Und immer so knappe Geschichten, was ich hier vollführe. Musste ich jetzt doch ein bisschen vom Gas gehen, das ging nicht anders. Sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximal Hamilton schnellste Runde 1:42,8. So, da lege ich mir den lieben Paul de Resta jetzt einmal mal schön zurecht.
Dieses Chancen-Button auch immer so machen, dann ziehe ich dran vorbei. Die Lücke zum Auto vor dir ist kleiner als eine Sekunde. Starte in der DRS-Zone ein Überholmanöver. Oder auch nicht. So, DRS. Jetzt habe ich dich, mein Freund. Kuckuck. Und vorbei. Deine Leistung ist richtig gut. Du bist 5 Plätze besser als unsere Wunschposition. Was soll das heißen? Sie ist mal richtig gut. Ich glaube, sag. Nein, der Ingenieur macht mich kaputt. Immer noch +2 Benzin. Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr einholen können. Hoppala. Hamilton 1:42.567, damit wieder die schnellste Runde. Okay, 3 Sekunden, das bedeutet, der Hintermann hat kein DRS, das ist schon mal wundervoll. Bin ich da zumindest schon mal sicher. Ich würde immer stückchenweise an dem Sauber da vorne rankommen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr passieren in diesem Rennen. Es geht sich nicht aus. Außer es passiert ein Wunder. So, vorletzte Runde. Ich habe 7,2 Sekunden Rückstand. Ja, der erste Sektor ist so der Liebestöter irgendwie. Ja, 7,3, der Abstand bleibt konstant. Genauso wie mein Vorsprung. Aber ich gebe trotzdem nicht auf. Vielleicht komme ich ja noch hin. Vielleicht passiert da vorne ja irgendwas. Hoppala. So ein Schlenker da. Nee, liebe Leute, das wird nichts mehr mit dem 6. Platz. Ja, jetzt habe ich mich da auch noch vertan. Das war jetzt unnötig. Jetzt sind schon 8 Sekunden Rückstand auf Perez. Die Rest da immer noch auf der 8. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Gut, dann schalte ich zurück, wenn du Gemischmenge 2 empfiehlst. Du wirst es ja wissen, du bist mein Renningenieur.
Ich hätte jetzt so wahnsinnig Lust auf Kartoffelbrei. Ich weiß nicht warum. Das ist natürlich jetzt eine Information, die nichts mit Formel 1 zu tun hat, aber ich teile sie trotzdem gerne. Schumacher, schnellste Runde, 1:42.462. Ja gut, gegen Sauber. Gegen diesen Sauber, da kann ich nichts mehr tun. Außer zwei würden sich jetzt noch gegenseitig abschießen oder so. Und es fängt an zu regnen, liebe Leute. Schön. Auch zum Ende des Rennens fängt es an zu nieseln. Auch nicht schlecht. Wird aber den Ausgang des Rennens nicht mehr beeinflussen. Ja, warum soll ich sie vergrößern? Das Rennen ist eh schon gelaufen. Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Europa. Und ich werde Siebter, wenn ich die letzte Kurve nicht mehr versaue. Jawohl, da fahre ich auf Start und Ziel. Und das Rennen ist gegessen. Puh. Siebter, werde Zwölfter oder besser. Ehrlich. Mein Teamkollege Daniel Ricciardo ist nur 16. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Tasty. Ich nehme jetzt 6 Punkte mit aus Europa. 6 Punkte, gut gemacht. Ich denke mal eine gute Leistung, plus 10 Positionen. Schnellste Runde 1:42.900 von mir. Ja, gut, ich war 18 Sekunden hinter Hamilton, Sebastian Vettel 2., Mark Webber 3. Mit diesem Ergebnis liegst du jetzt auf Platz 8 in der Fahrerwertung. Ich liege auf Platz 8 zusammen mit Michael Schumacher und Kimi Räikkönen. Wir alle haben 45 Punkte. Das ist cool. Ja, da wird gefeiert. Und ich denke mal, ich habe meine Position im Team wieder etwas verstärkt mit den letzten 3 Rennen. Da kann ich eigentlich schon ziemlich zufrieden sein, würde ich mal sagen. Oder was denkt ihr, liebe Leute? Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge noch einen Daumen, schreibt mir einen Kommentar eure Gedanken zu diesem Rennen. Zakan glücklich über Erfolg gegen Teamkollegen. Jawohl. Nico Rosberg landet vor Teamkollegen. Ja, gut. Strategie zahlt sich aus für Hamilton. Reif mit Toro Rosso kein Problem. Ich denke mal, meine Rennstrategie war auch ziemlich gut, dass ich mit Hart gestartet bin. Sonst wäre ich wahrscheinlich hinten bei 10 oder so. Wenn nicht sogar noch weiter hinten. Gut, wir gucken nochmal in die Mails. Das nächste Rennen ist der große Preis von England. Das Rennen aus Silverstone. Und es bleibt trocken, laut dem Wetterbericht hier unten rechts. Und ja, ich bin jetzt im aktuellen Teamduell eine Nase vorn. Wie sieht es mit den Renndaten aus? Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Rennen. Großer Preis von England, Großbritannien aus Silverstone. Und ich sage wie immer, stay tuned and so long.